Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die TSG aus Balingen. Morgen um 19 Uhr in der Ostalb-Arena. Ich begrüße die örtliche Presse und links neben mir unseren Cheftrainer Tobias Kramer. Und Tobi, ich würde dich zu Beginn wieder bitten, uns einen kurzen Überblick zum Personal zu geben und insgesamt zum Eindruck der Trainingswoche. Okay, ja, der Kader ist fast komplett, außer die beiden Langzeitverletzten. Der Loris Portella hat ja vor anderthalb, 2 Wochen eine Schulterluxation, hat aber zum Glück nichts Gravierendes wirklich mitbekommen dabei, sodass der auch wieder im Training ist. Der Jan Jus ist voll im Training wieder mit dabei. Reicht aber sicherlich jetzt noch nicht für eine Kaderplatzierung, weil er noch wesentliche Grundlagen aufarbeiten muss, wo er selber auch merkt, dass da noch ein bisschen was fehlt. Aber wir sind guter Dinge, dass auch der Jan in den nächsten ein, 2 Wochen wieder auf sein hundertprozentiges Level kommt und dementsprechend kann ich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das ist schon mal ganz klar. Wenn wir im Personal sind, Josh Sales ist auch komplett hergestellt aus seinem Magen. Ja, Sean Salz ist auch hergestellt, hat sehr gut trainiert diese Woche und dementsprechend hat er zumindest körperlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt hat Josh Sales im ersten Spiel eine gute Leistung gezeigt, dann musste raus wegen Magen-Darm. Jetzt ist er wieder bei 100%, rutscht da automatisch wieder rein. Also wir haben gerade eben noch mal gesprochen, auch im Trainerteam. Ich glaube, wir haben im gesamten Kader eine wirklich gute Qualität und die fällt nicht ab bis Spieler 20, 21. Deswegen müssen wir ganz genau hinschauen, jetzt auch in den Trainingswochen, wer uns dann eventuell ja, auf dem Platz dann wirklich auch zu 100% weiterhelfen kann. Sicherlich gibt es einige Überlegungen, wie man es personell jetzt morgen Abend macht, aber das wissen Sie ja, da werde ich ja jetzt nicht konkret drauf eingehen. Systemwechsel auch im Gespräch. Wir schauen, wie was gegen Baling von der Grundordnung, also von der statischen Grundordnung jetzt erstmal spielen möchten. Während des Spiels gibt es ja immer wieder eine Flexibilität, auch die Ordnung zu wechseln. Wir wissen innerhalb der Gegneranalyse, welche Räume wir auch bespielen müssen, um Baling zu ärgern. Und sicherlich wollen wir jetzt auch da mit einer gewissen gefestigten Grundordnung schon anfangen, das ist ja klar. Aber wie das sich flexibel im Spielverlauf dann entwickelt, muss man dann schauen. Das heißt, wir gehen die bisher und wechseln dann während des Spiels durch. Ja, sagen wir mal so, es geht darum, jetzt nochmal genau zu eruieren, wie können wir diesen angeblichen Fluch gegen Baling wirklich mal brechen, um mal zumindest gegen Baling zu punkten. Und da sind mehrere Optionen möglich, weil eben auch bestimmte Räume durch bestimmte Spielertypen vielleicht optimal dann auch bespielt werden können. Können Sie kurz einen Einblick geben? Zwei Spiele, zwei Siege. Wie ist die Mannschaft? Wenn man mit der Mannschaft arbeitet, die Stimmung muss ja hervorragend sein. Ja, natürlich ist die Stimmung hervorragend, weil wir uns, glaube ich, ja, dieses ganze Phänomen 6 Punkte, ich bezeichne es jetzt mal als Phänomen, weil ja keiner damit rechnen konnte, dass dieses Phänomen von allen Spielern getragen wird und deshalb ist die Stimmung sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch, ja, gerade bei den Spielern, die jetzt ein bisschen hinten dran waren, auch so einen persönlichen Unmut, der wird aber nie gezeigt. Das finde ich herausragend von dieser Mannschaft, denn das ist immer ein Mannschaftsziel. Und das persönliche Ziel ist ja, Fußball zu spielen. Und man möchte ja auf den Platz. Und ich sag mal, diese Enttäuschung oder diese persönliche Einstellung, dass man, wenn man dann nicht spielt, dass man diese Enttäuschung dann eben auch in sich trägt, muss da sein, das wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, aber die wird überhaupt nicht gezeigt und das ist also eine Mannschaft mit einer unglaublich positiven Dynamik. Aktueller Stand, das muss man immer dazu sagen.
Sie legen sehr großen Wert auf die Körperlichkeit, sie haben viel gearbeitet, die Mannschaft, die ist fit, hat sie auch gezeigt. Und dann sagen sie aber, im Erfolgsfall machen wir noch mehr. Können die Spiele laufen? Ja, definitiv. Noch mehr bedeutet ja nicht, dass wir vom Grundsatz die Trainingseinheiten, den Trainingsumfang großartig modifizieren und noch mehr draufpacken, sondern es geht mir darum, noch mehr heißt, wir müssen immer wieder das Ziel, jeder Einzelne und natürlich auch mannschaftlich, das Ziel haben, Grenzen zu verschieben. Gestern Abend bei der Europameisterschaft in München kam das nämlich ganz gut raus, gerade bei diesen 400-Meter-Läufern. Die müssen jeden Tag Grenzen verschieben, damit sie diese 400 Meter wirklich in einer optimalen Zeit laufen können. Und da geht es ja nicht darum, dass man 5 Trainingseinheiten mehr reinpackt, sondern dass dieser Fokus bleibt, dass diese psychoemotionale Ebene auf einem ganz hohen Level bleibt, damit konzentriert weitergearbeitet wird, weil der Fußballer an sich möchte ja immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das weiß man ja. Und wir sind darauf bedacht, eben diesen Fokus nicht zu verlieren, denn diese 6 Punkte haben ja auch so einen kleinen Flow entwickelt in der Mannschaft und den müssen wir mit konzentrierter Arbeit weiter aufrechterhalten. Jetzt haben Sie den Fluch angesprochen, die von München gegen Balingen. Kommen die jetzt vielleicht zur richtigen Zeit jetzt mit den 6 Punkten im Rücken? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die können wir nach dem Spiel beantworten. Für mich geht es darum, ich bin jungfräulich, was diese Mannschaft angeht. Ich habe auch in den letzten Jahren gegen Balingen noch nie gespielt, weil ich da schon raus war aus der Regionalliga Südwest, als die Mannschaft aufgestiegen ist. Das heißt, ich gehe ganz unvoreingenommen an diese Mannschaft ran und werde mich mit diesem Fluch dann auch nicht beschäftigen, weil wir genug Qualität haben, genauso wie der Gegner auch, dass wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können und das ist unser Ziel. Wir wollen das zweite Heimspiel erfolgreich bestreiten, denn man hat ja schon am Samstag auch gemerkt, und da muss man sicherlich auch mal die Zuschauer wirklich auch mal positiv mit in diese ganze, in dieses ganze Konstrukt mit reinpacken, wie euphorisiert auch das Publikum war und mit was für einer Dynamik das Publikum im gesamten Stadion auch diese Leistung auch während der 90 Minuten schon anerkannt hat. Das muss man schon positiv auch mal weitergeben. Vielleicht noch ein Wort zum Gegner. Sie haben gesagt, Sie haben noch nicht gegen Sie gespielt, also Sie werden sich sicherlich vorbereitet haben. Also dementsprechend wissen Sie wahrscheinlich vermutlich, wie Sie knacken können. Ja, wir wissen, wie, das habe ich ja eben schon angedeutet, wir wissen, welche Räume wir bespielen müssen, um sie zu ärgern, um sie zu beeindrucken. Auch mit Ball, aber wir sollten tunlichst vermeiden, sie ins Umschaltspiel kommen zu lassen. Also das machen sie nun mal enorm gut, wenn man sie Fußball spielen lässt, auch in der Ordnung, wenn man in der Ordnung steht, sind sie auch sehr, sehr begabt, aber die Umschaltsituationen sind schon echt hervorragend, diese Spiele. Und deswegen brauchen wir in bestimmten Situationen, wo wir nicht in der Ordnung stehen, brauchen wir eine gute Restverteidigung, damit wir auch dieses Umschaltspiel dann auch schnell und gut unterbinden können. Wie Sie sagen, dieser Fluch, der berührt sich nicht, weil Sie nie gegen Bayern gespielt haben. Ist das Thema in der Mannschaft oder spürt man da gar nichts? Ja, die Mannschaft thematisiert das ein bisschen, aber aufgrund ihrer fußballerischen Grundvoraussetzung. Also da wird schon auch in der Mannschaft darüber gesprochen, dass die letzten Jahre eben dieses Umschaltspiel mit Ball vielen, vielen Mannschaften in dieser Liga immer wieder das Genick gebrochen hat und dass dadurch eben auch die Balinger ihre Punkte sammeln konnten. Und das ist Thema in der Mannschaft, aber dass jetzt bestimmt auf diesen Fluch darüber geredet wird, nee, auf keinen Fall. Wenn 6 Punkte zum Start holt und wenn hier 13-0 das erste Heimspiel gewinnt, gibt es da hinterher überhaupt Kritik oder gibt es irgendwas, dass Ihre Mannschaft sagt, das müssen wir besser machen? Ja, wir hätten 4-0 gewinnen können. Nein, das ist ein Scherz gewesen. Also nach dem 3-0, bei so einem Auftritt gibt es nicht viel, was man an negativen
Attitüden mit reinbringen kann und Elementen mit reinbringen kann. Also ich habe mir das Spiel auch wirklich 90 Minuten jetzt nochmal angeschaut. Und es sind so ein paar Phasen, die wir noch verbessern müssen. Wir haben immer so ein, zwei Phasen in 90 Minuten drin. Das war ja gegen Freiberg auch so, dass wir da nicht so den Zugriff haben, wie ich es mir wünsche. Was aber auch normal ist. Aber wenn diese Phasen, und das müsste jetzt quasi die Zielsetzung in den nächsten Wochen sein, und die haben wir auch so angesprochen, diese Zielsetzung, dass diese Phasen immer kürzer werden. Man kann die nicht komplett abstellen, aber die Phasen müssen kürzer werden. Wenn die kürzer werden, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir 90 Minuten stabil gegen jede Mannschaft dann auch stehen können. Gibt es vor allem zum Sturmzentrum gut mal zu wechseln? Vielleicht akkadieren mal von Beginn an zu können? Auch da gibt es Überlegungen, aber da wird sicherlich morgen eine Entscheidung getroffen, nicht heute. Das heißt, die ominöse Nachtruhe muss die. Genau, ja, Sie haben es genau erkannt. Die eine Nacht vor dem Spiel, die gebe ich mir immer noch. Zweite Position, müssen Sie nachlegen, zu rotieren? Momentan noch nicht, wirklich noch nicht. Also sicherlich müssen wir morgen erstmal das Anschwitzen noch abwarten. Kann immer mal wieder was passieren, dass wir spontan und variabel entscheiden müssen, wer dann vielleicht von Anfang an spielt, aber momentan sehe ich keinen Grund dazu, jetzt großartig in dem System wirklich zu sagen, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Waren Sie gestern mit der Mannschaft unterwegs in der Stadt, haben die Stadtführung genossen, haben Sie interessante Ecken entdeckt, die Sie noch nicht gekannt haben? Grundsätzlich wollte ich in meinem Studienleben Geschichte studieren und deswegen finde ich das immer so hochinteressant, aber ich hatte kein Latinum und deswegen durfte ich mich nicht ins Geschichtsinstitut einschreiben. Deswegen hat mich Geschichte immer schon interessiert und das, was uns gestern vermittelt worden ist, war schon bemerkenswert, weil man ja im Grundsatz sich mit Aalen noch nie so geschichtlich auseinandergesetzt hat. Und was da alles zum Vorschein kam, war schon hochinteressant, das muss ich schon sagen. Gerade was so diesen Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit angeht, das ist schon sehr bemerkenswert gewesen, was hier stattgefunden hat. So, wenn keine Fragen mehr sind, dann war es das jetzt mit der Pressekonferenz.